Willkommen zurück auf Sunny Beach. Schön, dass ihr da seid. Ich bin gerade ein bisschen mal abgebogen. Ein bisschen verkehrsberuhigt, weil ich muss euch einfach mitteilen, wie dämlich, unfassbar dämlich ich einfach nur bin. Ja? Wie kann man so blöde sein und zum Frühdienst gehen, obwohl man Spätdienst hat? So, also wie bescheuert ist das eigentlich, ja? Da quält man sich aus dem Bett um 5 Uhr, beziehungsweise halb 5 und hat Spätdienst. So. Und alle Kollegen so, ja, was machst du denn hier? Ja, habe ich mich schön selber verarscht und mich so aufregen über mich selber. Also ihr Lieben, schlaft schön, bis später. Hallo ihr Lieben, gleich 12:30 glaube ich. Neues Spiel, neues Glück. Mal gucken, ob ich jetzt richtig bin. Nicht, dass ich am Ende noch frei habe. Guten Morgen ihr Lieben. Oh. 25. Februar. Kurz vor 6. Ich habe Frühdienst. Ganz toll. Ich drehe mir den Arsch ab hier. Es war euch auch so kalt, ey. Das ist echt nicht mehr schön. Wenn das so weitergeht, streike ich. Ja, mit dem Frühdienst zu zweit. Ich als Fachkraft und eine und eine Pflegehelferin. Das war gestern genau dasselbe Spiel. War eigentlich in Ordnung. Ja, ich habe vorgestern dann die Tagesstruktur, die ich in den Video beschrieben habe, habe ich in den Computer eingegeben für die Pflegeplanung des neuen Bewohners. Und das kann ich am Wochenende jetzt nicht weitermachen, weil wir, wie gesagt, zu zweit sind. Keine Zeit für sowas. Ist halt, wie es ist. Muss man das Beste draus machen. Aber ja, ich probiere das dann am Montag zu machen, weil eigentlich sollte das am Freitag schon fertig sein. Hat nicht geklappt. Boah, ich bin echt, ich bin am Zittern, vielleicht seht ihr das in dem Bild. Also, bevor mir meine Finger abfallen, sehen wir uns später nochmal. So, aus der Bahn raus, in die Kälte rein. Ich wollte euch nämlich noch fragen, wie ist denn das eigentlich im Moment bei euch? Es geht ja diese Hardcore Grippewelle rum. Irgendwie soll es richtig schlimm sein mit der Grippe. Und ich wollte mal hören, ob es bei euch in der Einrichtung auch so ist oder ob ihr da nicht betroffen von seid. Bei uns ist es so, wir haben überhaupt gar keine großartigen Probleme damit. Beziehungsweise schon so ein paar Bewohner sind schon krank mit Erkältung und so. Aber nicht irgendwie so, wie das jetzt hier im Fernsehen in den Medien erzählt wird. Und dann wollte ich auch euch noch kurz erzählen, ich habe gestern, habe ich halt wie immer meinen Dienst begonnen, Übergabe, 6:15 Uhr. Und um 6 Uhr gestern Morgen ist eine meiner Bewohnerinnen, Kunden, Patienten im Alter von stolzen 103 Jahren verstorben und hat mir überlegt, das ist vielleicht auch ein Thema, was ihr gerne mal thematisieren würdet, Sterbeprozess, Umgang mit Verstorbenen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr mir das bitte gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das natürlich. Kein Problem. Wie ihr seht, heute bin ich gut drauf, ausgeschlafen. Bin nämlich gestern original um 20 Uhr ins Bett gegangen und habe bis heute Morgen geschlafen, bis mein Wecker geklingelt hat. Morgen, Montag, 26. Februar, arbeite ich auf meinem alten Wohnbereich im Frühdienst. Da freue ich mich schon drauf. Habe schon 2 Kunden, Patienten, Bewohnern gesagt, dass ich dann da bin. Und ich habe mit den einen Badetermin bzw. einen Termin fürs Haarewaschen ausgemacht. Aber jetzt habe ich keine Zeit mehr zum Rumquatschen. Ich muss nämlich jetzt zur Übergabe. Hallo. Hi, hier ist die Sunny. Bitte schön. Danke. So. Was eine Kälte. Das ist ja echt nicht mehr schön. Unangenehm. Ich sehe auch aus, also sowas.
Ja, ist auch toll. Man kommt von Eiseskälte in die Hitze hier rein. Also hier ist ja wirklich warm. Fehlt nur noch der Aufguss, da wären wir hier in der Sauna, also original. Jetzt ist irgendwo mein... Oh, ich hasse das. Menno. Immer brechen die mir diese Dinger vom Kugelschreiber ab. So, jetzt kann ich mich wieder den ganzen Tag damit rumärgern, dass mir alles der Kugelschreiber aus der Tasche fällt. Nervt sowas von. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, beziehungsweise kennt ihr selber hoffentlich. Das ist echt nervig einfach. Ja, wir gehen zur Übergabe. Schauen wir dort, was einzelne Bewohner so heute Nacht fabriziert haben. Beziehungsweise, ob gestern noch jemand ins Krankenhaus gekommen ist, vielleicht im Spätdienst oder sich einfach verschlechtert hat. Dann gab es noch eine Bewohnerin, die hat ein Langzeit-EKG über Nacht gehabt. Da muss man mal gucken, wie das funktioniert hat. Und dann sehen wir, ob vielleicht sich anderweitige Dinge ergeben haben für die Frühdienst. Ach, für den Frühdienst heute. Ja. Gerade dabei, uns unsere Behandlungspflege auszudrücken, die wir heute durchführen müssen. Ich wollte euch das mal kurz zeigen, wie cool unser Programm dafür ist. Und zwar hat man hier einmal hier oben geplante Leistungen. Das sind die Leistungen nur für heute. Da sind die verschiedenen Behandlungspflege, BTM, also was hier Insulingabe, Blutdruckmessung, Körpergewicht messen und, und. Das sind alle Behandlungspflegen, die heute aktuell dran sind, für die jeweiligen Bewohner. Dann kann man die hier oben ausdrucken und klickt hier an, welche Behandlungspflege genau man ausdrucken will. Ich nehme immer BTM, weil das einfach die wichtigste, eine der wichtigsten Behandlungspflegen ist. Und Blutdruck, Blutzucker, Körpergewicht, Puls und hier unten noch die Verbandwechsel und subkutane Injektion. Dann kann man hier unten auf Fertigstellen gehen und dann wird das Ganze ausgedruckt. So, da bin ich wieder. Ich habe gedacht, ich habe jetzt noch Pause und wollte euch ganz kurz mal dieses tolle Ding zeigen, mit dem wir hier arbeiten. Also wir haben nicht ganz normal die Plastik Toilettenstuhleinsätze oder Bettpfannen oder was auch immer, sondern wir haben ein sogenanntes Eco-Patent. Das beinhaltet Materialien, die sind aus Pappe. Das sind so Pappvorrichtungen. Und dazu gibt es dann hier diese Deckel. Auslaufen. Die kommen also hier dann so drauf. Und da gibt es auch diese Toilettenstuhleinsätze. Das sind jetzt zwei. Also das ist hier... Sind so aus Pappe, also sehr feste Pappe. Und hier gibt es noch Waschschüsseln.
dazu. Und auch hier Bettpfannen. Da ist das Eco-Patent. Und wenn die dann voll sind, also sagen wir mal, die Urinflasche ist jetzt voll, wird von einem Bewohner, Kunden, Patienten abgegeben, dann gehen wir hier in unseren Müllraum. Zu diesem Gerät, das ist das Eco-Patent-Gerät, hat hier so eine Anzeige. Guck hier, du, da ist es ja. So. Das kann man dann hier unten öffnen. Hier seht ihr das, also das, wenn es geschlossen ist, dreht sich das. Das wird mit Wasser gefüllt, es dreht sich, dann wird es geschreddert, das jeweilige Hilfsmittel, und durch diesen Abfluss abgeleitet. Hier oben kommt das Wasser, dann wird es hier abgeleitet. Das, also tut man das hier rein, schließt es und drückt dann hier auf Start und dann geht es los. Ja, das ist super, also ich finde es super umweltfreundlich. Man hat nicht mehr die ganze Desinfiziererei, Chemie, Bomberei. Ja, dann gibt es hier noch diese Pipifix. Die tut man beispielsweise hier in die Urinflasche, und wenn dann das feucht wird, dann löst sich das Säckchen auf, wird so dann zu einer Geleeartigen Masse, und das heißt einfach, dass der Urin nicht total flüssig ist, sondern sich kompensiert mit diesem Säckchen. Hygienische Funktion, damit das halt nicht alles hin und her schwappt und. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Sehr fortschrittlich, sehr umweltfreundlich, und ja, so ist es. Hier seht ihr nochmal die jeweiligen Hilfsmittel, die dort verwendbar sind. Da gibt es auch noch diese Nierenschalen, die verwenden wir aber nicht mehr. Ja, so ist das. Hier hängt dann auch gleichzeitig natürlich immer die Bedienungsanleitung, was die einzelnen Anzeigen bedeuten und. Und hier auch nochmal die Bedienungsanleitung. Da, zu diesem Gerät bekommt man aber eine Einweisung, also jeder neue Mitarbeiter wird hier eingewiesen, weil das Problem ist, dass das nicht weiter gefüllt werden darf als maximal mit einem Toilettenstuhleinsatz und vielleicht noch eine Urinflasche oder eine Waschschüssel und eine Urinflasche, sowas. Weil wenn es zu voll wird, verstopft hier dieser Ein- oder Abfluss und dann überschwemmt unser Müllraum hier, was natürlich sehr unvorteilhaft ist. Ja, wollte ich euch nur mal gezeigt haben, weil ich das auch sehr fortschrittlich finde. Wie arbeitet ihr? Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr auch schon so ein Eco-Patent oder benutzt ihr noch die Plastikeinsätze, Plastikmaterialien? So schwindelig, und er sagt, es ist ihm schwarz vor Augen. Geholt? Jetzt oder was? Heute Morgen schon. Heute Morgen, um wie viel Uhr? Um wie viel Uhr? Also, oder gestern Nacht, war nach dem schon. So, ihr Lieben, ich habe es schon wieder geschafft. Mein Dienst ist vorbei. Kurz nach zwei, ich glaube Viertel nach zwei, so um den Dreh. Die Übergabe dauert einfach manchmal ein bisschen länger, wenn irgendwas Wichtiges ist, beziehungsweise hat die heute länger gedauert, weil die Angehörigen der verstorbenen Kunden, Patientin, Bewohnerin gekommen ist, sind, wohnen halt nicht um die Ecke, sondern müssen ein bisschen weiter fahren. Und ich mache das dann gerne so, dass ich den Angehörigen einfach einen Kaffee ins Zimmer bringe, ins Apartment. Währenddessen die da rumräumen und so. Ich finde das einfach ganz schön, wenn die busy wenigstens einen Kaffee haben nach so einer langen Fahrt. Darum haben wir uns jetzt noch kurz unterhalten.
Und ja, waren jetzt keine besonderen Vorkommnisse. Ich muss mich mal nebenbei anziehen. Da waren jetzt keine besonderen Vorkommnisse oder irgendwas Spezielles, Besonderes. War heute ein ganz normaler Tag. Wir haben außerplanmäßig auch zwei geduscht. Obwohl wir nur zwei, eine PK, eine Fachkraft waren. Das ist halt manchmal so und dann kann man das nicht ändern. Aber dennoch haben wir es geschafft, wie gesagt, noch zwei Kunden, Patienten, Bewohner zu duschen. Und ja, sonst war jetzt wirklich nichts Besonderes, der ganz normale Wahnsinn sozusagen. Ja, ich gehe jetzt los nach Hause und probiere dann dieses Video für euch zu schneiden und online zu stellen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, beziehungsweise der Vlog, kann man ja schon fast sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr es noch nicht getan habt, drückt bitte den Abo-Button. Und ansonsten verabschiede ich mich standardgemäß mit Love, Peace and Harmony. Haut rein!